Was denn das? Ah, Kräuter. Dann fehlt jetzt das Gemälde, das ist da oben. Das habe ich noch irgendwie so in Erinnerung. Und die Flagge auf dem Dach. Die will ich auch. Ich habe gerade bloß schon wieder sämtliche Orientierung verloren. Wie ich da hochkomme. Fuck! Gibt's ja nicht! Warte jetzt nochmal, wie bin ich da das letzte Mal hochgekommen? Ja, ich kann's auch. Ah, komm! Geh weiter! Ah, einfach so machen, gell? Ich bin ja jetzt Abenteuer-Lara! Gut, da ist ein Nest, das braucht man nicht plündern, weil habe ich schon. So, dann ist hier ein Fleckchen. Die Sowjets müssen weg. Zack. Und irgendwo ist da auch ein Gemälde. Hier. Du hast allen voran den Stern des Fortschritts entzündet. Es rühmt die Kosmonauten. Das erkennt die jetzt nur an dem, was da so steht. Verstehe. So, jetzt, nachdem ich wieder abgelenkt wurde, kommt der Monolith. Der muss ja jetzt irgendwo da drüben sein. Hoppa! So. Cool! Wow, das ist ja cool. Damit habe ich nicht gerechnet, dass jetzt da sowas passiert. Cool. Gefällt mir. Lol, toll, roffel, alles. Da unten hat jemand etwas eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Münzverstecke entdeckt. Sehr gut. Das hat jetzt noch gefehlt, glaube ich. Weil... Drei Gräber, fünf Missionen, Herausforderung, genau, da fehlen die Flaggen und noch irgendeine. Wahrscheinlich ist es das mit... Ach, die Poster verbrennen. Ach du Scheiße, das habe ich ja vollkommen verplant. Und eine Krypta, Relikte, Dokumente, ich bin so nah dran, nicht wahr? So nah dran. Und doch fehlt einfach immer was. Und warum ist diese Höhle hell? Das heißt, da gibt's doch noch irgendwas da drin. Kann ja gar nicht anders da sein, oder? Muss da dann noch etwas drin versteckt sein. So. Wo bist du? Da oben. Ihr seid alle kaputt. Exotisches Tier. Wo? Wo, 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 wo? Wo? Doch nicht du. Da drin, oder was? Gift? Hier. Tier? Exotisch? Irgendwie so? Nein, gar nicht. Da hinten doch, hab's gesehen. Hier. Klatsch, Alter. Hoppala. Ha! Hoppala. Hoppala. Wo rennt denn der hin? Boah, derbe. Ich habe einfach mal das ganze Rudel ausgerottet. Das mit dem Mehrverschießen, das war echt praktisch. Kacke, Alter. Hätte ich mal viel früher einsetzen sollen. Mein Gott, weil ich immer so langsam bin im Versachen verstehen. Gut. Aber gemacht ist gemacht. Das ist super toll. Was ist das? Ach, das ist Blubber-Blubber-Erz. Okay. Blub, 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 blub. Wollen wir nicht. Wir wollen das Münzversteck hier orbeln. So, ist es hier? Nein, ist noch weiter oben.
Muss ich jetzt da so rum oder was? Mein Gott, was ein Aufwand. Ich höre Wölfe heulen. So, hier muss irgendwo ein Münzversteck sein, da oben. Da drüben. Ich sehe es. Stephen Kings S. Da. Gotcha. Kablatsk. Kablatsk. So. Da liegen komische... Ach, das sind dann Federn. So, und warum ist die Höhle hier hell? Das wollen wir auch noch rausfinden. Die ist jetzt wo hinter mir? Jetzt kurz mal abchecken, wie ich da jetzt genau hinkomme. Aha, das hat super funktioniert, Lara. Alles klar. Ich schätze mal, das ist nicht Sinn der Sache, dass ich da lang komme. Mal jetzt ganz grob vermutet. Dann wird die Höhle irgendwie anders erreichbar sein. So. Lasset uns gucken. How I can arrive the cave. Du siehst verdächtig aus. Und zwar muss ich Bum Bum machen. Oh, fuck. Das war natürlich so nicht geplant. Aber Höhle! So, und warum ist das hier so spannend? Was gibt's hier so? Rucksack, gut. Sehr gut. Rucksack gibt mir immer Geheimnisse. Geheimnisse mag ich. Aber da ist gar nicht mehr so viel, gell? Ich habe ja schon... Hier ist ein Überlebensversteck. Da fehlen mir aber noch einige. Leck mich am Arsch, ey. Gut, gut. Das da ist komisch. Weiß ich nicht, wie ich da hinkomme. Das ist unten. Also ist das vermutlich... auch irgendwo in einer Höhle drin oder so. Das ist nur das Erz. Ist hier sonst nichts. Nur war jetzt da nur der Rucksack drin. Mei. Der arme Typ, der ist da rein, hat seinen Rucksack abgelegt und kam nie wieder raus, weil irgendjemand dann ganz schnell eine Barrikade dahingestellt hat. Das nenne ich mal blödes Ableben. Jetzt machen wir mal weiter. Und zwar geht's jetzt. Geht's hier hin? Ich denke schon. Oder? Nehmen wir auch noch mit. Dann sind wir hier. Hoppala. Ich weiß, das ist für manche echt nervig. Weil halt jetzt storymäßig nicht viel passiert. Aber es gehört nun mal zum Spiel und es gibt tatsächlich welche, die das sehr gerne sehen auch. Weil die das ja auch selber auch mal sammeln wollen, eventuell. Rüttel den Ast. Oh yeah, baby. Gut, wo bin ich und wo ist alles andere? Ach, dann laufe ich zu Fuß. Ich habe erst überlegt, ob ich Teleportation nutze. Aber dann kann ich auch laufen. Da hinten. Das ist das, was wir wollen. Und das nehmen wir uns auch. Weil wir es können. Jut und Jawollek. Hier ist ein Lager. Kann ich da irgendwas machen? Inventar-Upgrade. Und das ist wieder mal lange her, dass ich da was machen konnte. Großer Gewehrbeutel. Große Ölflasche. Eine beträchtliche Menge Öl kann ich damit aufnehmen. Das ist ja... Das ist gut. So, Waffe aufrüsten geht auch. Hoppala. Oh, sogar die, die ich ausgerüstet habe. Das ist ja... Oh! Damit ist ja die Pistole vollständig. So. Jawohl. Mal schnell gucken, wie wir hier jetzt weiter vorgehen.
das Gemälde da, das ist irgendwie komisch. Das, ich glaube, das ist in der Krypta drin, aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich da jetzt wirklich in die Krypta reinlaufen soll, um das zu gucken. Weil hier ist ja der Krypta-Eingang, oder ob das da drüben ist, das ist halt, aber hier ist der Schatz. Also glaube ich, dass das schon in der Krypta ist, vor allem, weil es auch runter geht. Schwierig. Schwierig. Stroganov. Stroganov. Das ist blöd. Da muss ich laufen. Und hier unten hin muss ich auch noch. Das da, da habe ich was gelesen. Da gibt es wohl irgendwo einen Eingang in der Wand oder so. Das muss ich mir auch nochmal anschauen, wa? Das machen wir jetzt als nächstes. Halt, Entschuldigung. Das ist natürlich nicht... Das ist auch nicht richtig. Schnelle Reise. Zack. Und zwar wollen wir hier hin. Anlageausblick. Ja. Gut. Jawohl, jetzt sind wir hier oben. Und müssen da runter. Hinter mir. Mann, da bin ich zwei oder dreimal vorbeigelaufen. Aber wenn du nicht diese Sachen da einsammelst, dann hast du einfach keine Chance, das zu entdecken. Das ist einfach so. So, irgendwie muss man da hinkommen. Nicht wahr? Und dann muss es was geben. Hier ist auf jeden Fall was zum Eins. Ach, da ist der Spalt. Mein Gott, wie konnte ich denn das nicht sehen? Oh. Okay, da leuchtet schon was. Und dann sind wir jetzt in der Krypta. Jawohl. Das ist schön, das ist toll. So, was ist hier so los? Machst du das? Ich bin gespannt. Also nochmal Münzen. Die waren jetzt aber gar nicht eingezeichnet, oder? Habe ich das jetzt gerade falsch in Erinnerung? Kokos von Nicea, der Astronom. Ja, lustig, dass hier auch Sachen sind, die ich einsammeln kann, aber mir gar nicht angezeigt werden. Obwohl ich zum Beispiel auch diesen Rucksack und so hatte. Wie gemein. Kann man dann einfach überhaupt anhand der Rucksäcke und so überhaupt alles finden? Oder ist es tatsächlich so deckermäßig aufgebaut? So, was ist hier so los? Hier kann, oh Mann, das verzweigt sich schon wieder ins Unendliche. Oh Gott, ich sehe es schon wieder. Aber der Schatz ist woanders. Also gehe ich erst einmal da lang. Aha. Okay, also hier hätte ich jetzt im Kreis laufen können anscheinend. Nicht, dass ich da gerade richtig sehe. Dass die so gut Sprungfleisch hat in die Viers. Dokument. Lasset uns hören. Ein Prophet muss Anhänger haben. Kokos von Nicea war einer der ersten des Propheten. In seiner Heimat als Ketzer gebrandmarkt, pilgerte Kokos mit gen Norden. Sein Wissen über die Sterne half, den Weg zu finden. Es heißt, dass Kokos und der Prophet stundenlang die Sterne betrachteten und über das Universum und den Platz des Menschen darin diskutieren konnten. Er baute für den Propheten ein Oreri, der Planeten und Sterne, damit dieser auch im dunklen Winter den Nachthimmel betrachten konnte. Was ist denn ein Oreri? Schon wieder Wort, das ich nicht kenne. Da müsste ich jetzt schon wieder goggeln. So, warum ist hier Eis?
Das Eis ist mir im Weg. Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Oder? Ah! Einfach unten lang laufen. Münzen! Ganz viele Münzen. Okay, da sind die Pilze, die sind eh voll. Verwende ich ja eigentlich so gut wie nie, ehrlich gesagt. Wenn Gegner kommen, stealth ich eh meistens. Und alles andere erledige ich mit einem normalen Pfeil als Headshot. Ehrlich gesagt. So, jetzt habe ich mich geistig schon wieder komplett verabschiedet in meiner Orientierung. Aber ich glaube, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Oder ist das der Ausgang? Scheiße, das ist der Ausgang. Ach! Hieroglyphenkacke! Nein! Da wollte ich gar nicht raus. Ich weiß gar nicht, was ich so viel quatschen soll, bis ich hier durch das, dass ich nur Bullshit zusammenlaufe, meine Fehler ausgebügelt habe. Da geht mir doch sogar der Gesprächsstoff aus. Also das ist der letzte Weg, der übrig bleibt. Wenn du mich jetzt nicht weiterbringst, ist hier Feierabend, aber der sieht gut aus. Das ist der Kryptaschatz. Interessanten Ort entdeckt. Allerdings, hier ist ein Gemälde, aber das scheint wurscht zu sein. Da auch. Das auch anscheinend. Da ist nochmal Münze. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Warum kann ich jetzt die Gemälde nicht angucken? Egal. Mal schauen, was da drin ist. Da ist für den Bogen ein Teil drin. Na klar, weiß ich doch. Vollidiot. 2 von 4. Ich habe ja vorhin noch davon gesprochen. Idiot. Ach, ich bin so froh, dass das auch geschafft ist. Jetzt fehlt noch das da. Und dann... Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich wieder zurückkomme. Ich glaube nicht. Da war ja so ein Seil, mit dem ich runtergerutscht bin. Und ich glaube, dass ich da nicht mehr zurückkomme. Aber das sehen wir jetzt dann gleich. Erstmal wieder raus aus dieser Gruft des Grauens mit gerolltem R. Also die muss da gar nicht seitlich gehen. Die ist so rank und schlank, dass sie da einfach hätte durchgehen können. Falsch. Nochmal falsch. Hier ist richtig. Aber gut. Die Lara will sie nicht schmutzig machen, das kann ich verstehen. Die muss natürlich immer schön sexy bleiben für mich. So. Wo ist meine Markierung? Da hinten irgendwo? Oder? Liege ich noch richtig? Ja. So, dann ist sie da. Ich hoffe, das sind jetzt keine Feinde. Ich habe jetzt echt keinen Bock auf Feinde. Und der Feinde? Keiner weiß es. Hier irgendwo doch, oder? Bin jetzt blöd? Ich stehe doch mittendrin, oder nicht? Hä? Bist jetzt bescheuert? Da ist es doch. Ich stand doch gerade mittendrin. Meine Güte. Gott. So. Jetzt ist die Frage, wo bin ich? Da hinten geht's weiter. Aber mache ich das jetzt da? In dem Risiko, dass der Feinde... Aber ich glaube, ich komme da gar nicht anders da mehr zurück. Da sind bestimmt wieder Feinde, oder? Nein? Doch. Hab sie schon gesehen. Da laufen sie rum. Komme ich da nicht irgendwie einfacher den Turm hoch? Muss ich wirklich da hinten alles jetzt wieder kaputt machen? Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ehrlich gesagt, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja,
Molotow-Cocktail. So. Ausschwärmen, los. Der schaut halt voll her. Was ist? Habe ich jetzt alle erledigt. Schön. Hä, hey, warum konnte ich das nicht machen? Was fehlt mir an Ressource? Egal. Jeal! Die nehmen wir mit. Nein, dich doch nicht. Pfeile will ich haben. So. Die haben wir ganz, ganz schnell eliminiert. Ich kann mich noch erinnern, das war mal schwieriger. Aber mit meiner neuen, überaus krassen, übertrieben, deftig, würzigen... Ach, Muttern fehlen mir. Alles klar. Ja gut, weil ich vorhin das verbessert habe. Deswegen. Kann passieren. Ja, ist nicht so schlimm. Kriege ich wieder. Gar kein Problem. Weiß zwar nicht, warum man eine Mutter an der Leiche schrauben muss, um ihn mit Gift zu versehen. Aber das, die Lara wird's wissen. Darüber. Da hoch. Und wieder rüber. So, da wollen wir hin. Lautlos? Was habe ich jetzt gerade bekommen? Lautlos? Was willst du von mir? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Egal. So, hier lang. Gott sei Dank sind hier keine Feinde, er kann einfach durchlatschen. So. Dann durch das Loch durch und ich bin beim Zeltplatz und dann ist da auch schon mein erhofftes Ziel in der Nähe. Und zwar das da. Da vorne, da wollen wir hin. Sehr gut. Okay. So. Wieder ein Gebiet quasi erstmal abgegrast. Jetzt muss ich kurz gucken. Da liegt der Bababam. Wandgemälde. Oh, das ist echt nicht mehr viel. Also eigentlich, Münzverstecke habe ich sogar schon alle. Überlebensverstecke fehlen mir noch am meisten und da ist hier eins. Da ist das Relikt. Wo ist denn diese letzte Truhe, die mir da auch noch fehlt? Das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz. Da ist auf jeden Fall noch eine Höhle, die ich betreten kann, da unten. Das ist ein Dokument, alles klar. Da ist noch das Wandgemälde. Wahrscheinlich ist das durch die Krypta. Okay, dann geht's jetzt erstmal hier hin. Kupferwerk Hof. Irgendwas verbessern? Nein, natürlich nicht. So, Kupferwerk Hof wollen wir jetzt. Und dann geht's von da aus dann weiter. Einmal umdrehen. Ah, ich muss schon drücken. Das gehört schon dazu. So. Jetzt. Einmal umdrehen und dann, das habe ich alles voll, das brauche ich gar nicht. Dann ist da irgendwo... Nur wo? Da hinten. Unten. Bist du? Irgendwo hier bist du doch. Steh doch schon wieder mittendrin, sonst hättest du doch jetzt schon wieder nicht meinen Fokus weggenommen.
Ah, du bist ein Spiel. Du machst mich irre. Da ist es doch. Take it. Na also. Oh, ein Hirschgeweih und zwei Felle. Das könnte mir auch mal tatsächlich weiterhelfen. So, wieder zurück. Und jetzt kommt der Bereich, der ein bisschen strange war. Nur noch so in Erinnerung. Darüber muss ich nicht, oder? Nee, das war nur hier dieser... Da habe ich alles, gell? Das heißt, ich brauche da nicht rüberlaufen. Das ist gut. Da ist eine Flagge. Die kommt natürlich jetzt instant weg. Sowas wollen wir hier nicht sehen. Propagandakacke. Zack. Und Poster muss ich hier eliminieren. Da weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt schon mal... Wie viele von denen haben da drin denn? Nicht viele. Die meisten sind beim Einsturz draufgegangen. Der Rest war völlig desolat. Wir werden angegriffen! Wir suchen uns sauber. Los geht's! Da bist du. Hoppa! In deinen Kopf neigstochen. Axtexekution. Hat mir nochmal Punkte gegeben, nicht wahr? So, einfach mal alle ausschalten. Auf schnelle, qualvolle Art und Weise, wie es sich gehört. Für die Lara aus dem Reich des Tomb Raiders. Gut, dann... Da ein Überlebensversteck, das nehmen wir mit. Gut. So, jetzt ist da eine Höhle oder so ein Käse. Und ich muss auf diese komischen Poster und so auch noch achten. Poster machen mir ehrlich gesagt mit am meisten Sorgen, weil ich habe überhaupt keinen Plan, wo die sein sollen alle. Ob die wirklich alle nur in dem oberen Bereich da sind? Das ist jetzt die große Frage. Und was ist das? Ach so, ich kann das hier... Warum leuchtet denn das? Ha? Warum leuchtet das, wenn ich da nichts machen kann? Ach so, falsche Seite, alles klar. Zack. So, jetzt kann ich einfach durchlatschen. Das ist gut. Das ist gut. Da drüben ist die Höhle. Schauen wir mal, ob man da jetzt irgendwie hinkommt. Ah, da ist so ein Poster, alles klar. Gut. Poster ist eliminiert. Dann. Wieder zurück. Das leuchtet auch so komisch, aber das ist mir gerade egal. Halt. Komme ich da eventuell über einen anderen Weg noch hin. Oder nicht. Hinten ist was. Tatsache. Den Bereich habe ich ja noch gar nicht gesehen. So. Na dann. Eine Höhle. Da muss ich sprengen. Das kriege ich hin. Hoppala. Nochmal. So. Höhle, ich grüße dich. Dann bin ich ja jetzt gespannt, ob ich hier was Interessantes finde. Wow. Wahnsinn, wie hier der Bär steppt. Münzen. Wirklich, das ist alles. Da sind nur zwei Münzen.
Ernsthaft? Ach so, das ist die Aufgabe. Deswegen finde ich das nicht. Da ist ein Relikt, da wollen wir hin. Aber wie komme ich da hin? Irgendwo da oben. Da ist so ein Weg. Hoch. Also das funktioniert nicht. Das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Komme ich hier weiter hoch? Ja. Und zwar da drüber. So. Komme ich da jetzt hin? Ich weiß, dass ich da den Weg hier drüben und so, das kann ich ja da so weitergehen machen, Sachen so. Wisst ihr? Aber da ist eine Flagge. Ist das eine, die ich vernichten muss oder nicht? Und falls ja, wie? Und was ist das? Achso, das ist ein Seil. Wie kann ich denn die Flagge da? Aber die leuchtet nicht, also ist es keine, die ich kaputt machen muss. Schätze ich jetzt einfach, also. Schauen, ob man da irgendwie noch was mitnehmen kann. Gut. Ich gehe jetzt einfach mal den normalen Weg weiter. Irgendwas wird jetzt dann schon auf uns zukommen. Da ist ein Toter, der hat mich jetzt gerade kurz ein bisschen erschrocken. Und auf das Lustige ist, seitdem ich Ölkanister sammeln kann, liegen hier auf einmal überall Ölkanister. Da hat irgendjemand auf einmal jetzt überall Öl abgestellt. Jetzt gucken, ob da Feinde sind. Das wäre jetzt nämlich blöd, wenn ich den einfach so in die Arme laufe. So, da hinten drin, da war ich schon.